Ich schaffe jetzt den letzten Teil von meinem Mineralbeton hoch. Der Haufen ist inzwischen so klein, dass ich meine Plattform verlassen habe. Und daneben bleibt zum Abgraben und oben im Poolloch habe ich von diesem Schottertragboden zwei Schichten fertig und die dritte Schicht so halb. Ich habe jetzt gut zwei Drittel der dritten Schicht fertig und unten habe ich ja noch etwas Mineralbeton. Wenn ich das dann fertig habe, dann kommt darauf eine Schicht Split. Der hat halt eben diese 2 bis 5 mm Körnung. Der kommt dann oben drauf und dehnt sich danach fein ab. Also das ist ganz waagrecht, das in alle Richtungen. Das kriegt man mit dem Mineralbeton nicht gut hin. Und dann kommen ja auf diesen Split die Platten. Und zwischen die Platten kommt dann nochmal Split. Und so ein Vlies dann noch, um die raue Oberfläche einfach zu glätten.